Ja! Ja, ich bin voll tatendrang! Motivation! Du bist bestimmt die Mörderin! Nein! 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 Du bist so dumm! Nein, wir haben uns gegenseitig abgeschossen! Du bist so dumm, Bianca! Hey Leute! Herzlich willkommen bei Spiel mit mir! Hast du es gesehen? Ja! Ja, ich bin voll tatendrang! Motivation! Wir spielen heute wieder Murder Mystery. Wir sind wieder alle vereint. Ja, Claudio ist heute auch wieder da, hinter der Kamera. Richtig, hinter und alle anderen auch. Und ganz wichtig, ich bin natürlich dabei. Das Einzige, was zählt. Wir spielen heute Murder Mystery mit Verräter. Also ja, quasi eine neue, eine Zusatzrolle. Oder du. Das ist der Pfeil für den Verräter. Verräter hat nur einen Pfeil bei uns. Und das liegt daran, dass nicht jeder wissen soll, dass er der Verräter ist natürlich. Achso, man darf es, okay, ja. Man soll es verstecken. Ja, richtig. Ah, okay, gut. Das soll möglich sein. Die Verräterin oder der Verräter darf töten, wen er will. Heißt auch den Mörder. Oder halt auch einfach eine Person, aber eben nur eine. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzähl. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin der Verräter und ich möchte gerne, dass Eva aus irgendwelchen Gründen, die mir noch nicht ganz klar sind, nicht mehr im Spiel ist, dann mache ich einfach den hier. Ah, okay, dann darf man werfen. Ja, den schießt man einfach ab. Ja, ja, genau. Gut, dass ich so gut werfen kann. Alles klar, wir verstecken kurz die Sachen und dann geht die erste Runde los. Claudio, du hast ja die ganze Zeit die Kamera in der Hand. Das heißt, ich würde sagen, Claudio startet auch mit der Kamera. Und du darfst jetzt direkt mal ziehen. Zieh mal. Warum bist du heute so leise wieder? Weil du da bist. Ja, geh raus, zeig es den Zuschauern. Ist okay. Wir wollen es nicht wissen. Oh, wie ruhig der ist. Kannst du bitte ein bisschen reden? Ja. Okay. So, meine Freunde, ich bin unschuldig. Das mache ich aber jetzt nur. Jetzt geht's los. Ja, hallo? Miroan? Ja. Ja, dann läuft es hier weiter. Wer möchte denn als zweites? Eva? Ja, los. Ja, los. Ja, los. Let's go. Okay. Gut. Du? Ja. Ich warte aber kurz, bis Eva raus ist. Also ein bisschen Zeit vergangen ist. Oh, oh, was hat der da? Was hat der da? Eva schreit einfach schon direkt rum. Die hat sich was abgeguckt von dir. Okay, alles klar. Gut, tschüss. Tschüss. So, jetzt du noch. Mhm. Achso, gibt es irgendwie eine Zeitbegrenzung oder so? Nee, ne? Das geht nicht. Nicht. Du bist so hinterhältig. Ich bin unschuldig. Das heißt, ich habe weder eine Waffe, noch irgendwie bin ich Verräter oder irgendwas. Das heißt, ich warte mal kurz. Oh, das wird jetzt gefährlich. Ich muss mich also verstecken, weil ich das so gut kann. Ich bin tot, aber ich verfolge Eva. Pass auf. Wer ist denn jetzt Mörder? Ja, Eva. Ja, dann. Wer ist der Scherl? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich gerade. Geh weg. Eva. Ich dreh nie wieder mit dir vorbei, wenn du mich jetzt killst. Das sind wieder deine Schießkünste. Ich hab da einmal gegen die Tür geschossen. Bist du tot? Ja. Ja. Die wurde abgeschossen. Oh Mann. Ja. Ja, okay. Aber das ist Unfall. Der Verräter. Nein, du bist jetzt tot. Ich bin jetzt tot. Ich kann dich da hinsetzen. Aber wir haben noch einen Verräter und eine Verräterin. Ja, genau. Ich bin noch nicht. Ist er tot? Ich ja, er ist kein Geist. Ja, was warst du? Er ist tot? Entschuldig. Oh, ja, dann haben wir noch. Darf er das sagen? Ja, er muss es ja sagen, weil Überlege. Sonst ist die Runde ja vielleicht zu Ende. Überlege, wen du abschießt. Hey! Ich gucke mal, ob noch. Ja, klar! Was denn? Ja, ihr wisst, was ich bin! Ich weiß nicht, ob ich dann erst abkaufe, dass sie die Verräterin ist. Warum solltest du es mir auch abkaufen? Bitte nicht. Nee, ich glaube, Bianca ist es. Wenn Claudio schon sagt. Sag's doch mal! Komm auf! Bist du gestorben? Komm mit! Ja! Du mich aber auch nicht. Ja. Ich hab noch eine. Nein! Das war's! Ja, Danja ist also die Verräterin gewesen. Du kommst extra eben raus und sagst, ich münz nicht. Ja, damit habe ich die erste Runde gewonnen. Eigentlich sind das sogar 2 Punkte für mich, ne? Nein. Doch, ich habe die Mörderin und die Verräterin. Ja, Karl, du bist ein ganz toller Sheriff. So, ab zur zweiten Runde. Du warst also unschuldig. Ja,
Ich glaube, ich habe meinen Zettel noch nicht gegeben. Ja, dein Zettel fehlt noch. Ein Zettel fehlt noch? Ich will den direkt behalten. Was machst du da, ja. Claudio? Oh, Claudio ist so still, das gefällt mir heute nicht. Wenn du nicht da bist, ist er wie du. Ja. Und du schüchterst ihn so sehr ein. Das stimmt gar nicht. Nun gut, okay, ich nehme eine Kamera mit und starte als erstes. Ja. Und okay. Ich habe mein Gefühl, dass du der Mörder bist. Wenn ich nehme eine Kamera. So, dann schauen wir mal, was wir haben. Geh dann als letztes gleich. Du bist bestimmt die Mörderin. So, ihr Lieben, wir können schon mal zusammen gucken. Obwohl. Claudio und Danja sind ja noch bei mir. Ich weiß, was ich bin. Was bist du? Unschuldig. Ich auch. Das ist die einzig wahre Antwort auf diese Frage. Okay, gut. Ich finde, Verräter ist auch eine gute Antwort. Ja, das stimmt. So, ich fühle mich erstmal so ein bisschen im Spiegel. Hallöchen. Passieren hier schon Dinge? Nee, macht ihr Sachen? Wer ist es? Nein, wir machen keine Sachen. Okay. Hier liegt nichts mehr. Ja, was suchst du denn auch? Ich weiß nicht, ich gucke mal, mach was anderes. Was suchst du, Eva? Nach gar nichts, ich bin unschuldig. Wer ist die Verräterin oder Verräter? Claudio? Ich versteck mich erstmal. Ich weiß nicht. Streck mal deinen Arm los. Und ich sag's dir. Hör auf. Hat er dich getroffen? Nein, bitte! Du kommst gar nicht. Ich hab Angst. Das Problem ist, er hat jetzt die beste Position. Er ist in der Küche. Und wenn ich jetzt vorbeilaufe, dann wirft er das Schwert oder er kriegt mich ganz schnell. Wer ist denn der Verräter? Moment, der Verräter lebt auch noch. Oh mein Gott, es ist niemand tot. Du bist so dumm, Bianca! Habt ihr euch gegenseitig? Du hast gewonnen! Schon wieder? Ja? Nein, du hast es gewonnen! Nimm mich schnell! Nimm mich schnell! Ja! Nein! Dann ja los! Ich bin tot! Wieso funktioniert denn? Ich hätte geschossen! Jetzt die Leute! Ich will nicht mehr gehen! Wirf das Ding! Wirf das Ding! Tschüss! Die Pistole funktioniert nicht! Nein! Du hast gegen die Wand geschossen, ich schwöre das doch! Ein Käse, ich hab dir in den Nacken getroffen! Nein, hast du nicht! Außerdem habt ihr keine Munition mehr! Doch! Ja, jetzt hast du mich getroffen! Mindestens jetzt! Ey, das ist sowas von... Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Alle stellen sich hier gegen mich, alle! Nein, ich war tot! Er hat mich festgehalten die ganze Zeit! So, guck doch mal, er hat das Schwert! Ich wollte reinkommen und ich eigentlich... Warum habt ihr euch gegenseitig halt nicht... Ja, weil der mich einfach abschießen wollte. Du hast dich abgeworfen. Warst du die Verräterin? Ja. Ey. Ich bin unschuldig. Guck mal, ich hab die Runde nur verloren, weil ihr euch gegen mich gestellt habt. Alle. Ja, aber du bist der Mörder. Nein, aber das geht gar nicht. Diese Waffe nicht. Doch, sie funktioniert. Was sollte das? Ich werde dich gleich noch erwischen. Okay. Gut, wir machen eine dritte Runde. Los geht's. Alright, nächste Runde. Ja. Okay, Bianca, du und hast jetzt die bitte nicht Sony. Ins Gesicht das heißt, du darfst starten. Ja, ich dürft nicht Freestyler. Okay, wer möchte als nächstes? Eva, willst du das? Ja, ich nehme das. Ja, okay, dann geh mal raus. Och, ich wollte das hier machen. Nein! Ich bin mit allen zusammen. Claudio? Ich finde, das ist auch schön. Warte kurz, bis Eva raus ist. Nein, ich gehe mit Claudio zusammen raus. Komm mit. Nein! Komm! Nein, jetzt geh, Eva! Ich gehe mit Eva raus. Ich vertraue Eva, wenn ich schon was sage. Alle verlassen mich hier. Ich bin der Verräter. Komm schon, der Nächste. Er ist der Mörder. Ist der Mörder? Du laberst. Er sagt, du bist der Mörder. Ich hab
Angst. Ich hab die Tür vor ihm geknallt. Wer ist jetzt der Mörder? Boah, warum? Ich wusste es. Hör auf. Ich seh, was du gemacht hast. Warum immer verstecken in der Küche? Mach auf. Nö. Mach auf. Fried. Ja, du musst dich stellen. Zeig, wie ich muss mich stellen? Ich muss gar nicht. Ja doch, du bist der Mörder. Du musst ja alle killen. Was denn? Ich hab nix. Ja, hier ist jemand drin. Zeig mal die eine Hand. Welche? Die. Aha. Ah, nein! Dann hat mich einfach voll vorlaufen lassen. Bin ich tot. Ja. Ich seh, was du in der Hand hast. Ja, na und? Ich seh auch, was du in der Hand hast. Ich hab's gefilmt. Wow! Du bist tot. Hinlegen. Hier, was er hier macht. Ich bin schon tot. Karl, ich weiß, was du hier bist. Nee, der ist tatsächlich nicht hier. Doch, der ist da drin. Ach nee, ich darf dir das ja gar nicht sagen, du bist ja der Mörder. Ups. Karl, du müsstest dir mal die Waffe holen. Der Mörder ist im DIY-Studio. Die Geister, die schief. Er schleicht sich. Was ist schnell in der Cloud? Karl, wo bist du? Ich bin's nicht. Jetzt komm raus. Kahn? Hm. Er wusste. Was? Ich finde ihn nicht. Ja, was sollen wir machen? Ich glaube, der ist nach unten gegangen, der Schummel. Ey, seid so hinterher, die Waffe ist weg. Ah, du hast die Waffe. Hä? Wo ist der hin? Kahn? Das ist unfair, du schummelst. Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn einfach so, wo er ist. Hä? Warum? Wir lassen ihn einfach. Daniel, warum gehst du mit der Waffe weg? Ich geh mal nach unten. Das finde ich nicht. Warum versteckt er sich denn so krass? Darf man nach unten laufen, Daniel? Ja, darf man. Ist. Ja, das ist. Daniel, bleib du ruhig, wo du bist. Was? Bleib du ruhig, wo du bist. Ich vertraue. Ja, aber nun, die Pistole hast. Kahn? Kahn, wo auch immer du bist. Ich bin der tote Sheriff, Geist, und will dir eigentlich nur Gutes. Ja, wo ist der denn jetzt? Ey, jetzt mal ehrlich, das ist kein Witz mehr. Ich weiß es auch nicht. Was macht der denn? Der kann sich doch nicht einfach irgendwo verstecken, wo er will. So, Daniel, bevor der jetzt oben ist und du mir hinterher kommst, lauf ich. Ey, wie gut. Nee, habt ihr ihn jetzt wirklich nicht hier? Nein! Ja, dann schreibt ihn mal an. Wo ist denn Kahn? Keine Ahnung. Ja, nee, das zählt nicht. Eva hat dir gesagt, wie wo ich bin. Wie, das zählt nicht? Du bist tot. Nein, das zählt nicht. Eva hat hier drunter geguckt und sie hat dir gesagt, wo ich bin, als ob ich das nicht mitbekommen habe gerade. Nein, außerdem hast du viel zu lange gebraucht, um mich zu suchen. Ja. Wie lange hast du es da unten gehangen? Ja, Zeit. Gewonnen! Ja, Leute, Eva hat natürlich verraten, wo ich bin. Nein, das stimmt nicht. Ja, Eva hat doch hier drunter geguckt eben. Und dann ist sie leise hier weggegangen. Und dann weiß ich ganz genau, dass sie dir da was, dass sie entweder gelacht hat oder was anderes. Ah, guck mal, wie du schon. Ja, Moment mal. Ich war hier vorhin drin, aber ich hätte nicht gedacht, dass du da drunter passt. Tja. Eigentlich ist es auch so. Ja. Mein Murder Mystery ist ja eigentlich auch zeitlich begrenzt. Ja, aber. Und die stopp. Ja. Und die andere Sache ist, Eva, danke, dass du mich verraten hast. Ja. Na? Das war mir eine Freude. Und die andere Sache ist. Ich bin gut im Finden, ne? Und die Sache ist, wenn man tot ist, muss man eigentlich auch da bleiben, wo man ist. Und ihr seid die ganze. Ja, nee. Wir haben nicht gesucht. Nein, aber ihr seid. Ja, aber nachdem die mich auch gesucht haben, war die Runde eigentlich schon vorbei. Er möchte unbedingt gewinnen. Ja, aber ich hab doch gewonnen. Eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon, ja. Ist okay. Ja, siehst du? So, und deswegen machen wir noch eine letzte finale Runde, weil ich der Beste bin im Verstecken. Mich hat einfach keiner gefunden. Ich hab dich gefunden. Ja, aber wie lange hast du gebraucht? Ja, ich hab nur einmal gesucht, ich hab die ganze Zeit... 7 Minuten. Ja, ja. Ich hab die ganze Zeit mit Bianca im Studio gesessen. Ja. So, eine letzte Runde. Ja. Kamera läuft? Mhm. Okay, Claudio ist der Erste. So, dann geh mal raus. Oh, ich bin. Ich laufe. So, was bin ich, meine Freunde? Unschuldig. Eva, wenn man... nur noch mal kurz zur Klarstellung. Wenn man tot ist, ist man tot. Dann läuft man hier nicht rum. Warum? Und erzählt Hallo? Auf dem... So, meine Freunde, aber, was ihr nicht wisst, ich habe vorhin das Schwert versteckt und ich habe das Schwert nicht dahin getan, wo es hingehört. Ich habe das Schwert einfach woanders versteckt. Das heißt, ich finde das Schwert nicht. Bleibt ganz entspannt. Ich bin unschuldig.
bin natürlich ganz entspannt. Ich glaube, so langsam kann ich mich auch mal rausbewegen. Mach das. Und ich gucke, was ich jetzt habe. Moin, moin. Ich bin unschuldig. Das glaube ich dir nicht. Huch. Es steht hier schwarz auf weiß. Ich bin unschuldig. Ey, du kannst doch nicht einfach da sitzen. Ich kann hier sitzen, wie ich will. Du bist den Verräter. Wieso geht ihr denn alle drei, wo das Schwert liegt? Weil einer von denen der Mörder ist. Ich bin nicht der Mörder, ich bleib bei dir. Ja, bleib bei mir. Was bist du? Ich bin unschuldig. Gut. Hallo. Ich gehe davon aus, dass Kahn das andere ist. Seid ihr. Was macht ihr denn beide dort drinnen? Kuscheln. Ja? Mhm. Was suchst du denn so spannendes, Bianca? Ach, Bianca, suchst du das Schwert? Bist du vielleicht der Mörder, was dir zeigt, wo das Schwert ist? Bianca, ich zeig dir mal, wo ich das Schwert hingezahlt habe. Komm mal mit. Guck mal, hier drunter ist das Schwert. So, Bianca, hier ist das Schwert. Ich leg's mal dahin, wo es war. So, und jetzt kannst du dir das Schwert ja nehmen. Du bist der Verräter. Ich bin nicht der Verräter. Oh, ich glaube, Bianca ist der Mörder. Ich komm dir hinterher, Bianca. Ich bin tot. Warum versteckst du das? Jetzt wissen alle, dass ich der Mörder bin. Komm, sie. Ist euch mal aufgefallen, dass Kahn einfach weg ist? Der ist schon wieder weggegangen, oder? Ja, aber dann macht doch das los und dann... Ach ja, Claudius, also der Verräter, ja? Ich lebe noch. Also der Mörder hat mich noch nicht umgebracht. Vielleicht haben wir uns verbündet. Oh nein. Oh, nein! Hier ist eine Waffe für Interessierte. Du bist also der Verräter. Claudius, wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Eva muss... Ich hab keinen Bock runter zu rennen. Wo ist Karl? Bin. Der ist hundertprozentig der Verlierer. Meinst du? Nein! Das war schlecht. Guck mal, jetzt wollte da wieder einer Versteck machen. Hallo? Ist da jemand neidisch? Da ist jemand neidisch, weil ich habe das Gefühl, wer ist hier Sheriff eigentlich? Wer war Sheriff? Daniel, ist aber schon tot. Bekommt ihr überhaupt irgendwie? Ey, der hat einfach das Messer versteckt, ich muss Eva nachkillen. So, okay. Aber? Verfolg du sie mal. Ich verfolg sie mal. Aber du bist ganz gut dabei. Eva, lauf schnell zur Waffe. Lauf schnell zur Waffe, Eva. Oh, Eva, nicht die Waffe. Sie hat doch nicht die Waffe. Bianca, du musst nur laufen. Darf sie mal laufen? Dann werde ich sie. Sie darf. Wenn die Waffe frei steht, dann darf sie. Oh. Eva, du darfst die Waffe vom Sheriff nehmen, ne? Hab ich! Komm schon! Du hast aber nur noch zwei Schuss! Dann hat schon ein Schuss vergeudet. Eva! Ja! Los! Los! Nicht, los! Was? Los! Du hast dich getroffen! Doch! Nein! Du hast dich getroffen! Oh, wer hat gewonnen? Doch! Keine Ahnung. Nee, ich glaube, du hast mich nicht. Ich habe einfach den Claudio-Move gemacht. Claudio hat das gleiche eben bei mir gemacht. Er hat mich einfach festgehalten. Ja, gleiche Gerechtigkeit für alle. Ja, aber erwischt? Claudio hat auch die Waffe versteckt. Claudio, ganz schlimmer. Und dann wussten ganz alle, dass ich der Mörder bin. Der Verräter. Das war eine Real-Life-Murder-Mystery-Runde mit dem Verräter-Modus. Ja. Ich glaube, der Verräter oder die Verräterin hat heute nicht so viel gebracht, habe ich das Gefühl, oder? Nee. War nicht so stark, ne? Aber ich finde auch, du hast dich heute auch gut versteckt. Ja. Können wir einmal bitte... Du könntest das nächste Mal mehr mit Angsthase machen. Wer ist der Angsthase? Können wir einmal erwähnen, bitte, dass ich in der Geschichte von Spiel mit mir wirklich das beste Versteck gefunden habe? Oder das beste Versteck jemals? Naja, ich habe dich sofort gefunden, als ich dich gefunden habe. Nach 10 Minuten. Ja. Ich habe vorher nicht gesucht, weil ich fair bin. Ja, und dann habe ich dich gefunden. Ach so, dann wurdest du unfair. Ja, hier, unfassbar. Und dann werde ich auf einmal gesucht, obwohl man schon längst tot ist. Naja, wie dem auch sei. So, ich sehe schon, Danja lädt schon nach. Ja, Leute, das war's mit Real Life Murder Mystery. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, los, schieß da durch. Fehlzündung. So, tschüss. Tschüss. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Gesund bleiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.